Hallo? Hallo Welt, heißt das. Ja, da sind wir wieder. Und ich habe mir so überlegt, kann es sein, dass wir auf einem anderen Schwierigkeitsgrad sind hier, als ich dachte? Denn als ich das hier ausprobiert habe mit der neuen Version, so ein Testlauf zwischen den Aufnahmen letztens. Da habe ich an jeder Ecke habe ich da Dietriche gefunden. Nein, Dietriche nicht, diese Bobby-Nadeln, aus denen wir uns dann Dietriche bauen konnten. Scheinbar gibt es die hier gar nicht. Es gibt ja auch nicht die harmlose Waffe. Die mit dem Polster dran. Es gibt ja nur den spitzen Stock. Pik. Und alle sind so feindselig uns gegenüber. Und wir haben Durst. Falsche Richtung. Hier wollte ich hin. Entensuppe. Das hört sich doch gut an. Friedlich. Da gehen wir jetzt hin. Einmal zur Entensuppe. Ach so, trinken. I wish I kept in shape. Oof. Oh, jetzt wollte ich F5 drücken. F5. Die Taste funktioniert. Aber es passiert nichts. Das ist nicht die Entensuppe. Wir sind schon wieder zu weit gelaufen. Ja, wir finden das schon. Ein paar Leute schreien hier All einfach. rotting, like the food. Der ist das da mit seiner Suppe oder? Nein, nein. Da müsste Dark jemand. soup? But where are they? Maybe they forage during the day. I should come back at night. Ach, ehrlich? Kostenloser Eintopf für Bedürftige. Weiß ich nicht, sind wir bedürftig? Das ist ja früher morgen. Na, dann müssen wir noch mal wiederkommen. Das ist mir zu früh jetzt. Ah, wir könnten schlafen. Ja, dann machen wir das doch. Und was machst du hier? Well, nothing lasts forever, does it? Getting enough sleep. It's important to sleep. Dankeschön. Hey, lass das! Steck das wieder weg! Ich hab das auch nicht in der Hand. Leave us alone, you bastard! Wo sind die gelben Blumen? Keine gelben Blumen für uns. Gelbe Blumen. Oh, sie kommen. Sie sind zu dritt. Die Frau macht mit. Boah. Hallo. Ich war's nicht, das war schon. Lasst mich doch alle.
bleibt mir vom Leib. Hey, das ganze Dorf ist hinter uns her. Du auch noch hier? Ja, tatsächlich. Du auch. Oh Mann. Das ist nicht gut. Du bist friedlich. Das ist gut. Was denn? Hey! Das darf doch jetzt nicht sein. You can't kill all of us. Wah. Ach so, wegen der Waffe vielleicht. Hey, ich darf das. Das ist meine Wiese. Das ist so laut. Na genau, ich wollte doch an der Lautstärke noch was regeln. Das ist so. Ihr habt das zugemacht. Warum habt ihr das zugemacht? Das ist doch unser Schlafplatz. Die ist nett. Oh. Uha. Hey, die sind aber schnell. Ich wusste nicht, dass ihr so schnell seid. Wow. Wow. Mann! Kann das sein, dass ihr nervt? Sagt mal, nervt ihr? Ist immer noch zu, wir brauchen einen Dietrich. Wer hätte das gedacht? Oh, doesn't kill you? Dagegen müssen wir doch irgendwas unternehmen. Wir können doch nicht immer verscheucht werden von denen. Ja, alle schlafen legen nacheinander. Oder auf einmal. Wir sind zu bekannt. Die kennen uns alle hier schon. Also, ich bin mir sicher, ich war ein paar Mal hier und ich bin mir sicher, wir brauchen einen Dietrich, um da reinzukommen. Entensuppe lübt auch nicht. Was ist das? Cibolate? Wildes Picknick. Juhu. Direkt hinter uns. Nicht rennen. Sie mögen es nicht, wenn wir rennen. Oh, that doesn't look a bit like a trap. Ich kann springen. Oh. Nicht weit genug. Okay. Wenn wir eins gelernt haben in unserem Leben, wie man kurbelt. Ich kurbel, 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 kurbel. Ich kurbel mir eine. Prima. Oh, versperrt. Was ist? Was? Hey, wer seid denn hier? Was ist? Ich hab den Stock. Vorsicht! Aua! Du bist aber verrückt! Lass das! Ich bin... Gleich bin ich... Wisst ihr? Wo ist der andere Lump? Komm her, du! Au! Ich kann das auch! Warte, 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 warte! Ich sage warte! It's gone a lot worse, actually. Can't we work something out? No? Oh, die sind alle tot. Ja, wer hätte das gedacht, wenn wir denen mit so einem spitzen Stock ins Auge stochern, dass die dann sterben? Das ist ja ein Ding.
Ein Dietrich, keiner hat einen Dietrich. Hey, das ist doch kaputt, oder? Wie soll das gehen, wenn wir nie einen Dietrich haben? Wir hatten einen Dietrich. Weg ist er. Das und das. Oh, eine verfaulte Karotte. Die riecht sogar noch. Ich kurbel hier nochmal dran. Oh, was für ein Theater hier. Was steht da? Stiehl nicht das. Stiehl nicht das sehr gute Essen hier. Oh, das war nur verfaultes Essen. Oh. Da muss es einen Trick geben jetzt. Steht hier die Schwierigkeit, die wir ausgewählt haben? Ich sehe es nicht. Tipps. Ja, aber ich vermute mal, dass wir auf schwer spielen. Auf schwerster, wie ich mich kenne, auf schwerster Stufe spielen wir das hier. Deswegen finden wir auch nichts. Ja, aber das ist ja sinnfrei. Wenn wir keine Dietriche haben, dann kommen wir ja nirgends rein. Bobbynadeln auf normaler Schwierigkeitsstufe. Überall lagen diese Dinger rum. Überall hat man diese Bobbynadeln gefunden und konnte sich eine Milliarden Millionen Dietriche bauen. Also, das war gar kein Problem. Brecheisen. Naja gut, dann haben wir hier jetzt auch geguckt und auf der Karte wird es immer noch angezeigt. Wurzelkeller. Okay, dann gehen wir eben in den Wurzelkeller. Ich will zwar keine Wurzeln. Aber in den Keller. Ja, ein paar Dietriche oder so. Ach, ja, natürlich. Können wir ein bisschen dunkler haben, das Ganze vielleicht? Ey! Das war jetzt ein fiese... Die Ratte hat uns angeschossen! Also. Alles voller Scherben gleich. Hilft jetzt auch nicht weiter, oder? Ich sehe das Seil nicht.
Ach, das muss doch getroffen worden sein. Ja, prima. Licht ist gleich aus. Haben wir eine Fackel? Können wir eine Fackel bauen? Eine Fackel hätte ich gerne. Wir können eine Leuchte bauen. Ja, sehr schön. Aber eine Fackel, die Menschheit hat verlernt, Fackeln zu bauen. Egal, wir brauchen nur die Leuchte. Na schön, abgemacht. Na, eine reicht. Die schöne Musik lasse ich an. Oh, ein Dietrich. Wir brauchen nun, da können wir machen nichts hier im Wurzelkeller. Das war doch mal ein Abenteuer. Etwas kürzer heute. Wir waren im Nudelkeller. Nein, wir waren im... Na, was denn jetzt? Im Wurzelkeller? Im Nudelkeller? Der war auch gut. Wir haben den Nudelkeller untersucht. Wir haben das Picknick untersucht. Entensuppe? Nein. Ja, da können wir nicht hin. Und... wir haben das wilde Picknick durchsucht und den Wurzelkeller und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.